Drachenfeste. Wen soll ich da umnieten? Oh, warte mal. Vielleicht brauche ich meinen Dolch dafür oder was? Habe ich den Dolch dabei? Nö. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Gut. Der war im Ernst. Ja, das macht mich jetzt ein bisschen pissig, ehrlich. Weil das jetzt eine Mission ist, die ich gerne spielen wollte und dann geht das nicht. Könnt ihr einen Mann nicht einfach seine Arbeit machen lassen? So habe ich nicht letztes Mal einen Tipp bekommen? Hier unten sitzt ja auch... Ach, da sitzen die Kinder, oh Gott. Hallo Kinder. Ich erzähle euch eine Geschichte. Mir fällt gerade nichts ein. Scheiße. Was willst du machen? Könnt ihr einen Mann nicht einfach seine Arbeit machen lassen? Nein! Dein Arsch ist eine Frechheit, Alter. Karotten. Karotten. Oh. Tomaten. Knoblauch. Wer frisst einen Knoblauch so? Ich nicht. Und noch eine Tomate. Und Fleisch und ein Rüssel und Hundefleisch. Ich weiß nicht, ob das damals gegessen wurde oder so. Aber wie es aussieht. Oh, Kartoffeln. Oh, Wein. Könnte ich Wein. Den habe ich schon mal gebracht, ne? Das weiß ich. Er war letztes Mal genauso schlecht. So, jetzt. Oh, ein Buch. Wahnsinn. Warum ist das ja eigentlich gerade kein Diebstahl? Und wer sitzt hier auf dem Thron? Es ist... Angesichts eurer Verdienste im Kampf gewähre ich euch hiermit die Erlaubnis, in Weißlauf Eigentum zu erwerben. Bist du bescheuert? Wenn ihr interessiert seid, wendet euch an meinen Vogt. Wer ist denn jetzt sein Vogt? Und wo ist der andere König? Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht. Danke. Ich hatte eh alles gesagt. Du alte Backpfeife, du. Darf ich hier mit dem Fall rein snacken? Wir müssen... Mann nicht einfach seine Arbeit machen lassen? Nein. Wir müssen die direkt in den Kopf ballern. Mit Wucht. So richtig mit Schmackes. In deine hässliche Rübe. Jetzt geht's los hier. Er ist gestorben. Er ist umgekippt. Da kam ein Pfeil aus der Wand. Oh mein Gott. Gib mir den Pfeil zurück. Ich brauche den noch. Er hat einen Pfeil im Kopf. Er war chillen im Feuer. Vater sagt, dass ich zu jung bin, um mit einem Schwert zu trainieren. Also übe ich mit meinen Fäusten. Das brauchen die Kinder nicht sehen. Nicht unbedingt. Das ist ein Scherzartikel, Alter. Wie am Halloween oder was? Oh, den fand er auch ganz toll. Er ist begeistert von dem Witz. Was ist eigentlich mit... Wieso, Vater? Dein Vater wohnt hier doch gar nicht mehr. Oder sitzt er hier nur aus Spaß auf dem Thron? Hier, behalt mal meinen Scheiß hier, den ich nicht brauche. Mann! Wo kommt der ganze Scheiß her? Das schenke ich euch, besonders die blutigen Lumpen. Die waren mir sehr wichtig. Und darum dürft ihr die jetzt haben. Hallo, na? Oh Gott! Oh! Ich hörte, ihr wart bei der Hochzeit der Cousine des Kaisers in Einsamkeit. Ja. Die eine. Das muss ja furchtbar gewesen sein. Ja, ich war's.
Hier sei der Kopf da unten schon wieder. Ich würde ihm am liebsten mit dem Fallenkopf schießen. Ich würde ihn gerne umnieten. So gerne. Und als Mensch, da dachte ich mal, Mensch, ja, Mensch. Was ist denn hier los? Achso, Dämmerstern zu Flucht. Diese Viecher hasse ich. Ich hasse sie so sehr. Auch schon seit 100.000 Folgen nicht mehr hier gewesen, war. Hallo, meine lieben Freunde. Ach so, du, Mutter, moin. Ein weiteres Kind hat zu seiner Mutter gebetet. Sprecht mit dem intriganten Diener in der Festung in Markart. Nehmt sein Gold und dann beseitigt das Ziel. So beginnt ein Kontrakt mit Blut besiegelt. Schon wieder? Hab ich doch schon. Nochmal? Ich werde mal gucken, ob ich das hier ausgebaut kriege irgendwann. Irgendwie, irgendwo. Ich möchte mir erstmal ein cooles Haus kaufen irgendwo. Muss ich mal schauen, wo das möglich ist. Ach so, das ist die Tür. Jedes Mal bin ich verwirrt von solchen Türen. Karte. Haus in Markart. Ist ja auch nur 5000 Kilometer weit entfernt oder so. Ey, wenn das wieder dieser gleiche Hampelmann ist, ne? Ich dreh durch. Was? Ich bin's nicht gewesen. Ich stehe hier überhaupt nicht im Weg rum. Was machst du für Faxen? So. Das ist ja gar nicht hier, Dingens, wo ich hin soll. Hallo, Pfeife, schon wieder? Du hast noch einen Auftrag für mich, ja. Der dunklen Bruderschaft? Ja. Der Mann, den ich tot sehen will, ist ein erfahrener Jäger. Ihr findet ihn vor Falkenring. Hier ist das Gold. Sehr schön. So, jetzt Falkenring. Noch so einer. Ich möchte mir unbedingt mal diese Ruinen besser anschauen. Aber nicht jetzt. Kaputt. So, ich mache dann auch nur noch diese eine Mission, weil ich ein bisschen erschlagen bin schon wieder. Durch mein ganzes dummes Geseier. Falkenring. Da, Falkenring. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Ich habe gehört, dass ich niemals zur Dämmerwacht gehen werde. Aha. Ja, dann geh da hin. Ich tue es nicht. Nicht so bald. Du hast mich nicht gesehen. Oh, entdeckt. Von wem, von wo, von was? Hoho.
Wieso sieht er mich? Sieht er mich überhaupt? Oh, er ist im Baum hängen geblieben. Wieso ist er jetzt durch den Kopf durchgeschossen? Ich bin beschäftigt. Geht jemand anderem auf die Nerven? Okay. Direkt durch deine Nase. Komm, bleib mal stehen. Genug, genug. Ich ergebe mich. Ich war's nicht. Steckt eure Waffen weg und folgt ohne Geschrei. Wohin? Der erfahrene Jäger hat nicht mal irgendwie irgendwas in seiner... Diese Tiere werden langsam zu einer echten Bedrohung. Glaubt bloß nicht, dass ihr mit mir feilschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Hä? Okay. Ich weiß auch nicht, was er wollte. La 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 la, das war's. Ich dachte, er wäre direkt tot, so bam, ins Gesicht und Headshot und... Und so, nee, man kann mindestens mit einem Pfeil im Kopf noch weiterleben. Also zumindest hier. Ihr solltet es selbst mal ausprobieren. Ich kann es nur empfehlen. Ein weiteres Kind hat zu seiner Mutter gebetet. Warum beten sie alle zu dir? Warum bist du die Mutter? Mit dem trauernden Koch im windigen Gipfel, hier in Dämmerstern, nehmt sein Gold und dann beseitigt das Ziel. So, sehr schön. Ich habe hier nur Beseitigungsdingens. Heil Cities. Komm, halt die Fresse. Lass mich jetzt einfach mal in Ruhe. Ich habe keinen Bock mehr auf deine komischen Kontaktpersonen. Kann ich bestimmt ewig weiterführen. Sprich mit dem Jarl. Komm, wir bleiben erstmal hier drinne. Ich würde gerne mal hier irgendwie runterkommen. Ich würde gerne dieses Ding mal ein bisschen schnuckliger machen. Aber das wird so bald nichts. Ich geizig bin. Komm, wir suchen uns mal eine schöne Mission hier. Sprich mit dem Jarl. Verschiedenes. Nein, ich will erstmal hiervon was machen. So, die kann ich schon mal komplett rausschmeißen im Prinzip. Das geht aber nicht. Das könnte ich mal tun. Das finde ich nämlich auch interessant. Reise nach Sul... irgendwas heim hier. Wo ist das? Oh, es ist sogar hier oben. Nee, das ist... Ach, das ist die falsche Mission. Aus. Ach, Mann. Das ist ein Wind. Oh, das ist ein Boot oder was? Gut, dann kannst du hier verlassen. Gut, dann bleibe ich jetzt erstmal hier drinne und würde sagen, oder ich gehe nach draußen. Warte. Dann reise ich schon mal nach Windhelm. Dann sind wir schon mal halbwegs unterwegs. Halbwegs unterwegs. Klingt doof. Windhelm, eigentlich würde ich gerne vor der Tür warten. Nichts als Pferde, den ganzen Tag. Gut. Wisst ihr überhaupt, wie langweilig Pferde sind? Ich glaub's euch, so. Hier bleibe ich jetzt stehen. Wenn die Wachen auf und würd... hören würden, hätten sie... dann bleibe ich eben hier stehen und würde dann sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann!